Glaubst du an Gott? Vielleicht denkst du jetzt, was kommt der mir mit so einer altbackenen Frage? Es ist doch absolut nicht mehr angebracht, sich in unserer heutigen Zeit mit Glaube, mit Gott auseinanderzusetzen. Trotzdem ist es wichtig, dass du dir diese Frage stellst, ob du an Gott glaubst. Wenn die Bibel über den Glauben redet, dann redet sie davon, dass der Glaube eine tiefe Überzeugung ist. Eine tiefe Überzeugung, die die Basis des Lebens ist. Die Bibel berichtet von Menschen, die diese tiefe Überzeugung in ihrem Leben hatten, die bereit waren, für diesen Glauben, für diese Überzeugung bis in den Tod zu gehen. Nicht, weil sie für den Glauben kämpfen mussten, sondern weil sie bereit waren, sogar verfolgt zu werden und zu sterben. Glaubst du an Gott? Hast du diese tiefe Überzeugung in deinem Leben oder verbindest du mit Glaube nur die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft? Wenn du mir die Frage stellst, ist es entscheidend, an was ich glaube? Deine Überzeugung drückt letztlich auch dein Leben aus. Deine Überzeugung zeigt deine Einstellungen, deine Vorstellungen, die du vom Leben hast. Und die Bibel ist relativ klar, wenn es um die Überzeugungen, um den Glauben geht und an was du glauben sollst. Die Bibel sagt ganz klar, dass durch den Glauben an Jesus Christus, indem du das Kommando ihm übergibst, dass du ewiges Leben bekommst, dass du sein Kind wirst, dass dieser Glaube dich zum Kind Gottes macht und dir die Verheißungen Gottes gelten. Es kann sein, dass du jetzt 1000 Fragezeichen im Kopf hast. Du darfst mit deinen Fragen, darfst du zu Gott kommen. Sei einfach ehrlich vor ihm. Sag ihm, dass du nicht verstehst. Wenn es dein Wunsch ist, ihn kennenzulernen, wenn es dein Wunsch ist, ja, diesen Glauben einfach in deinem Leben zu haben, dann sag ihm das und er wird sich dir offenbaren. Woher ich das weiß? Ich bin überzeugt, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Und weil es Gottes Wort ist, deswegen ist es die Wahrheit. Ich gehöre nicht zu den Personen, die diese Glaubenshelden sind, von denen ich am Anfang berichtet habe, die bereit waren, bis in den Tod zu gehen. Und trotzdem möchte ich diese feste Überzeugung in meinem Leben haben. Dieses tiefe Fundament, das einfach Basis in meinem Leben werden kann. Und das wünsche ich dir auch, dass du diesen Glauben an Jesus Christus hast. Dass du ihn zur Basis deines Lebens machst. Dass du diese tiefe Überzeugung in deinem Leben bekommst. Und dass du aus dieser tiefen Überzeugung heraus auch die Worte des Hammersongs mitsingen kannst, der jetzt folgt. Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Mein Richter und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du stiegst ins Reich der Toten, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaube an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaube an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaube. Verstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub an dich,
auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus, unseren Herrn. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus.